zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ach falsch rum, gut. Ich habe Post gekriegt und zwar vom Stempelädle und ich glaube, das ist wieder mein monatliches Paket. Ich bild mir aber ein, ich habe vor ein paar Wochen erst das letzte gehabt und da hatte ich ja den Magneten mit der Katze euch gezeigt. Das ist jetzt dann schon der neue, wir haben ja jetzt Oktober. Und den hatte ich, glaube, wenn ich es lesen könnte. Ich glaube, der ist von Mona. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich meinte, das habe ich gelesen. Weil ich kann es jetzt hier gerade nicht drauf erkennen, wer es ist. Also, sorry. Also hier steht drauf, wer es gemacht hat, aber ich kann es leider nicht erkennen. Tut mir leid. Also, beim besten Willen. Dann habe ich hier zwei Prospekte mit drin. Ja, ich finde das aber schön, ne? Also diese bunten Klammern und so. Magic Rainbow. Ja, also wieder ein bisschen Werbung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ja, kann man ja machen. So, dann hat jetzt im Grunde der Tore hat released. Ich habe mir ein bisschen was davon ausgesucht. Ich muss sagen, es ist mehr, wie ich dachte. Beziehungsweise ich habe vergessen, was ich mir ausgesucht habe und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. So, da das immer ein bisschen zu kurz kommt, habe ich mir diesmal auch ein Spruchset mitgenommen, weil ich eigentlich immer vergesse, Sprüche zu kaufen und deswegen habe ich jetzt mal dieses mitgenommen. Also haben wir einfach so einen Block, Happy Christmas, Dear Santa, Joyful, Merry and Bright, Merry Christmas. Merry, Happy, naja, Und dasselbe hast du dann halt auch nochmal normal. Beziehungsweise hier steht dann Christmas Time, Baby, it's cold outside, Merry and Bright. Hast du halt so und so. Und Merry Christmas hast du halt auch so und so vollflächig. Das Joyful nicht, aber das macht ja auch nichts. Muss ja nicht alles gleich sein. Dann haben wir hier noch Merry Christmas, so ein bisschen schön geschwungen. Finde ich ganz toll. Dann haben wir hier We Wish You a Merry Christmas. Das habe ich gerade vorgelesen. Believe in the Magic of Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Ja, so. Also wie gesagt, die Sprüche kommen bei mir immer zu kurz. Ich vergesse das immer. Ich habe auch vergessen, dass ich so viel bestellt habe. Naja, war wie gesagt jetzt doch mehr, wie ich dachte. Beziehungsweise ich habe es vergessen. So, dann Best Friends. Und ja, ich vergesse das, was ich bestelle. Das ist ein paar Tage her. Aber ja, sorry. Also das Set heißt Best Friends. Das ist wahnsinnig niedlich. Also hier sitzt die Katze auf dem Hund. Und hier spielen die zwei Bären quasi miteinander mit ihrem Honigtöpfchen. Süß. Witzig ist jetzt halt auch, dass es hier auf Italienisch steht und hier auf Englisch. Also, ne? Merry Christmas to my bestie. So. Ist aber niedlich, ne? Gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das eine Set ein großes Set ist, aber es ist es nicht. Dann habe ich jetzt hier noch Happy Mice Englisch, genau. Christmas, the perfect time to be happy. Ja, also die sind echt niedlich, ne, hier, der läuft auf dem Schneeball rum, die singen, der hat seine Geschenke schon gekriegt, der hüpft in seiner Socke und also mega niedlich. Und der packt seinen Strumpf aus oder ein, also ich denke mal, der packt aus. Ist doch süß. Also wirklich. Also Mäuse, ne? Ich finde sowieso die Imprinted Autoro Mäuse finde ich mega niedlich. Auch letztes Jahr das Set. Dann zeige ich euch demnächst noch einen Beitrag mit dem Set vom letzten Jahr, weil ich benutze dieses Jahr alle Sets, die es so gibt. Auch das Christmas in July, das was jetzt im Juli rauskam, das benutze ich dieses Jahr auch nochmal mit, weil ist ja alles Weihnachtssets und ich will alle benutzen. Also nicht nur die, die jetzt neu sind. So. Dann haben wir hier noch, naja, Xmas Hugs. Und ja, die zwei sind so niedlich. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr, dass ich das bestellt habe. Auch das hier habe ich vergessen, dass ich die Sprüche überhaupt mitgenommen habe. Egal. So, Love is the spirit of Christmas. Christmas is the time to remember that we are all in this world together. Sending you hugs. Ach, die sind ja so niedlich, ne? Also die zwei finde ich echt knuffig, wirklich. Und hier, ach, wie süß. Wirklich, wirklich niedlich. Dann habe ich noch, ja, weil ich koloriere die ja so gern, ne? Ich habe dafür das Stempelset dazu nicht. Ich fand die Stanze halt auch cool und ich dachte, die kann man auch so schön verwenden.
Sowas kann man halt auch mal schön auf eine Box mit drauf machen. Kann man mit Stempeln auch, aber das geht ja auch gut. Auf jeden Fall ist das Renina. Und das ist Cadmi. Halt, das sind halt Stanzformen, ne? Sieht man ja. Und da kann man wieder, also entweder man macht es mit buntem Cardstock oder man tut es so machen wie ich und glorie die Kacke einfach. Entschuldigung. Aus, also komischer Slang habe ich heute. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es das. Gibt es neu. Und dann habe ich eben, ich wusste gar, dass ich so schön an die Sprüche gedacht habe diesmal. Merry Christmas, auch als Spruchstanze. Cool, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt das, was ich mir vom Release ausgesucht habe. Das ist nicht alles. Also es gibt noch einiges mehr. Es gibt auch noch mehr Stempelsets. Also es gibt auf jeden Fall noch so ein Rentier-Stempelset und ich glaube noch so ein Santa Claus-Stempelset gibt es, ich glaube, auch noch. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Noch ein Spruchstanzenset gibt es noch. Hier weiß ich nicht, ob es noch was gibt. I don't know. Ich habe mir nicht alles angeguckt, weil ja, ich wollte ja eh nicht alles nehmen. Also. Dann habe ich noch. Oh ja. Jetzt kam ja das Sassy Club wieder bei Betty an. Und ich habe mir noch das hier ausgesucht. Banana Planet. Ich habe dann jetzt alle, die im Super Mario Universum eine Rolle spielen, die habe ich jetzt alle, die Sets. Mir hat jetzt eigentlich nur noch eben der Donkey Kong hier gefehlt. Und ich dachte, da der ja auch im Mario-Film mit vorkommt, der Donkey Kong, habe ich gedacht, ich brauche das jetzt auf jeden Fall noch. Und ich habe mir die Switch-Stanze ausgesucht. Also die heißt auch, keine Ahnung, wie die heißt. Ich wollte auf jeden Fall die Switch-Stanze haben, das ist die. Ich wusste auch gar nicht, dass die so groß ist. Hätte ich nie gedacht, dass die so groß ist. Wenn ich meine Hand dazu lege, ne? Okay. Bin ich gespannt. Werde auf jeden Fall demnächst was damit machen. Und ja, ihr Lieben, das war es eigentlich auch schon wieder. Das war alles. Also einfach nur die Impronte-Release, die neue. Und dann hatte ich halt auch gesagt, dass ich mir bitte die mit reintun soll, weil. Ich habe gesehen, das ist bei ihr angekommen. Ich habe von Sassi keine Stanzen großartig, außer die von Mario. Das wird wahrscheinlich deswegen trotzdem wieder eine Mario-Karte werden, da sind wir mal ehrlich. Die mache ich auch mit am liebsten. Bin ich auch ganz ehrlich, dass ich die Mario-Karten mit am liebsten mache. Wann ich das schaffe, den zu kolorieren, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ja, ihr Lieben. Eigentlich ging es ja mehr um die Impronte-Release, weil die ist ja jetzt erst online gekommen. Das war jetzt am 1. Oktober, ja, so. Das ist also noch gar nicht so lange her. Und ja, das sind die Schätze, die ich mir ausgesucht habe. Und da wird es auf jeden Fall demnächst sehr, sehr viele Weihnachtskarten geben. Ich meine mal, ich mache jetzt erstmal noch so ein bisschen Halloween und Herbst. Wobei das eher Halloween wird, weil Herbst habe ich gar nicht da. Ne, wirklich. Und es wird dann auf jeden Fall gleich nach Herbst, nach Halloween geht es auf jeden Fall sofort auch richtig zu Weihnachtsbastelei. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut unbedingt mal bei Betty im Shop vorbei. Ich verlinke euch den Shop in die Infobox. Und ja, das war jetzt kurz und knackig und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.